Warum mögt ihr das? Warum sehe ich nur Positives im Netz? Und warum kann ich es nicht mögen? Ich möchte Sachen auch mögen. Ich habe ja ein bisschen Spaß daran, mich aufzuregen. Aber ist jetzt nicht so, dass ich mir prinzipiell wünsche, so, oh, ich will es hassen. Ich will das auch angucken. Ich will diesen Trailer sehen und es auch mögen. Aber ich kann es nicht und ich verstehe nicht, was andere darin sehen. Ich liebe die Drachenzähne leicht gemacht Filme. Ich liebe den ersten. Es ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Seit 8 Jahren oder so ist der immer auf den Top 3 gewesen. Es ist eine großartige Filmreihe. Es ist fantastisch, was mit diesem Film gemacht wurde. Und vor allem der erste kann so phänomenal auf eigenen Beinen stehen. Er hat großartiges Casting, eine großartige Story, eine großartige Animation, auch wenn sie etwas in die Jahre gekommen ist. Der Soundtrack ist geil, die emotionalen Momente sind geil. Du kannst ihn ohne Ende rewatchen. Es ist ein... Der Film ist so perfekt, wie ein Film perfekt sein kann. Kein Film wird dir hundertprozentig perfekt sein, aber dieser Film kommt in meinen Augen so nah ran, wie es nur irgendwie geht. Warum remaken wir das in Live-Action? Ich verstehe es nicht. Also natürlich verstehe ich es. Kohle. Die Leute feiern's. Alle sagen so, oh, Nostalgie und geil und oh. Für mich ist der einzige Selling Point, dass ich den großartigen Score von John Powell auf der großen Leinwand sehen könnte, weil ich leider bei keinem Drachenzähmen-Film im Kino war. Weil ich dumm bin. Und dieser Trailer. Weißt du, was der Trailer für mich ist? Jetzt, wo ich nicht nur Bilder und Clips gesehen habe, sondern wo ich mir gerade eben den richtigen Trailer angeschaut habe. Avatar Netflix-Version. Wir nehmen etwas, was extrem beliebt ist, was eigentlich im Kern für Kinder gemacht wurde, aber so erwachsen ist, dass wir es alle heutzutage immer noch lieben, dass wir 10, 20 Jahre später immer noch darüber reden, es immer noch gucken, es immer noch lieben. Und wir nehmen das und quetschen es in eine pseudo-epische Live-Action-Verfilmung, die etwas sein will, was das Original nie sein wollte und nie sein könnte. So sieht das für mich aus. Ich finde, der Trailer hat den völlig falschen Vibe. Der ist so, und so episch und so. Diese typische Trailer-Musik. Wo ist John Powell's Score? Wo ist. Wieso. Also, keine Ahnung. Wie kannst du einen Teaser-Trailer für den Live-Action-Drachenzähmen-Film rausballern? Ohne Test-Drive. Ohne einen der ikonischsten Soundtracks der Filmgeschichte. Wie? Ich verstehe das nicht. Und ohne Zahn sieht scheiße aus. Ich weiß nicht, über was alle reden. Ja, okay, I guess technisch. Gut, ja, ist ein ganz guter Spezialeffekt. Es sieht scheiße aus. Ich sehe es nicht. Es tut mir leid, ich sehe es nicht. Und weißt du was? Hicks sieht viel zu alt aus. Und ich verstehe nicht, warum. Weil ich habe den, ich hab das Casting gesehen. Und ich dachte mir, bei 90% des Castings, geiles Casting. Hicks sieht aus wie Hicks, geil. Jetzt sehe ich ihn in Kostüm, in Bewegtbild. Der sieht, für mich sieht der aus wie Anfang, Mitte 20. Wenn ich den auf der Straße treffen würde und er sagt mir, ich bin genauso alt wie du, ich bin 24, fast, dann würde ich sagen, okay, das passt für mich. Okay, in manchen Shots, also im Standbild nicht, aber im Bewegtbild, das ist auch das geringste Problem. Soll er 35 sein, juckt mich ein Scheiß. Auch die Font, die sie benutzt haben, sieht aus wie Aragorn oder so. Warum muss denn alles so, keine Ahnung, weißt du? Keine Ahnung. Auch Mulan oder so ein Dreck. Weißt du, mit... Oh nein, das war ja für Kinder. Das war ja ein bisschen... Da war ja etwas Freude und Spaß drin. Wir müssen es jetzt langweilig und ernst machen. Denn weißt du noch, vor 10 Jahren, als Game of Thrones groß war? Gott, diese Avatar-Verfilmung. Bah! Was ist das? Was ist das? Die Zwillinge sehen nicht aus wie Zwillinge. Ich komme da nicht drauf klar. Alle kommen wieder mit ihrem... In ihrem... Ich bin nicht rassistisch, aber... Ja, keine Ahnung. Astrid ist nicht weiß, juckt mich nicht. Aber also, was mich wirklich stört, ist bei den Zwillingen. Ich finde es gut, dass du ein Plus-Size-Person, Plus-Size-Schauspielerin, ne? Plus-Size, oh, ist die fett, Alter. Also, es war Sarkasmus. Ich finde es schlimm, dass es solche Begriffe überhaupt gibt. Ich finde es gut, dass man so jemanden castet und dass man da offen castet und dass man tatsächlich nach Performance castet und nicht nur nach Aussehen. Aber es sind Zwillinge. Dann musst du beide etwas kräftiger casten. Wozu? Ja, Geld, okay. Aber warum mögen es plötzlich alle? Ich finde, das Bewegtbild hat es für mich nur schlimmer gemacht. Also ich finde, das sieht aus, als hätte man die Szenen aus dem Original genommen und der KI gesagt, macht da so einen Live-Action-Filter. Also ich finde, das sieht aus wie der Hobbit.
N schlecht. Eine gute Freundin von mir, die Filme auch, also die Originale auch liebt, meint, das sieht aus wie Vicky. Und das sehe ich auch. Ich finde ohne Zahn, also er mag von mir aus technisch gut aussehen, das ist mir aber scheißegal, weil ich guck den nicht gern an. Ich habe hier die Fratze von ihm auf meinem Monitor. Ich guck den nicht gern an, der ist hässlich. Der ist einfach hässlich. Ohne Zahn hat so viel Charakter, ist so niedlich. Ich weiß nicht, wie man das in so eine CGI-Kreatur reinquetschen will. Das funktioniert einfach nicht, Mann. Manche Sachen gehen halt nur in Animation. In Animation kannst du viel mehr machen. Weil du auch als Zuschauer viel mehr durchgehen lässt. Also dein, du glaubst viel mehr, weil es ist animiert. Und dann kann auch mal Sachen nicht realistisch sein, weißt du? Und du glaubst es mehr. Wenn der ohne Zahn sich komisch bewegt oder irgendwas, dann glaube ich das jetzt in Live-Action nicht mehr. Ohne Zahn ist so cute eigentlich. Der sieht so ugly aus. Ich verstehe das nicht. Und wie gesagt, auch der ganze Vibe von dem Trailer, dieses Epische und du musst Drachen töten und sowas. Und ich weiß, es ist erst ein Teaser-Trailer. Also es ist halt ein Shot-für-Shot-Teaser-Trailer, wo halt alles so, also gerade die Charaktere in diesem Franchise sind auch so überzeichnet. Hau drauf ist ein wandelnder Kühlschrank einfach nur. Und jetzt ist er halt einfach, ja, ein kräftiger Typ, aber er sieht echt aus wie der Anführer von Vicky und die starken Männer. Es sieht bis jetzt, und wie gesagt, klar, Teaser-Trailer und alles, aber es sieht so unecht aus. Und ich will es ja lieben, sonst wäre ich ja nicht so frustriert. Aber ich kann nicht. Es ist so bad. Ich bin so neidisch auf alle, die jetzt sagen, oh, meine Kindheit, ich fühle mich, weiß ich nicht, beschissen. Es tut mir leid. Ich, ja, danke fürs Zuschauen. Das war meine positive, optimistische, stimmungsvolle Meinung zu Live-Action How to Train Your Dragon. Ich freue mich auf den Kinobesuch, das wird richtig schön. Aber mir wurde schon in einem anderen Video kommentiert, dass ich ein Schreihals, der sich über Sachen aufregt. I guess. Mann! Hey, vielleicht wird er großartig. Who knows? Keine Ahnung. Aber es ist halt, wenn du Szene für Szene machst, dann ist es unnötig. Wenn du es nicht Szene für Szene machst, ist es allerhöchstwahrscheinlich schlechter als das Original. Also was tun wir hier? Gibt es eine Live-Action-Remake, das besser ist als das Original? Maybe das Dschungelbuch. Aber sonst? Nö. Und wie viele davon haben einen Mehrwert? Ich glaube hier Schön und das Biest ist ganz gut, soweit ich weiß. Dschungelbuch ist ganz gut. Und dann? Und dann? Mufasa Prequel? Geil! Hohoho! Aber der zweite Trailer für den Minecraft-Film sieht besser aus. Er sieht eigentlich generally ganz gut aus. Deswegen, ja. Gehen wir positiv für diesen Tag. Wir sehen uns. Guckt die originalen Filme. Schaut den ersten nochmal. Schaut den nochmal. Und dann überlegt noch. Nee, überlegt nicht. Ich will euch auch nicht einreden, dass das scheiße ist, weißt du? Das ist ja meine Meinung. Und wer die teilt, der kann sich hier wohlfühlen auf meinem Kanal und sich in den Kommentaren ein bisschen human auskotzen. Aber wer sich genuinely auf diesen Film freut, ich bin einfach neidisch. Freut mich für dich. Und ich würde dir das nie ausreden wollen. Aber trotzdem, guck die originalen Filme nochmal. Und lieb die nochmal. Okay, jetzt aber wirklich. Tschüss.